So, hi Leute, herzlich willkommen hier auf Custom Mix. Heute geht es um ein Problem, deswegen ist das auch auf Deutsch, weil ich mich da jetzt nicht verquatschen will, weil es eher eine technische Sache ist. Und zwar geht es um das Aorus X470 Gaming 7 und dem Team Group Delta RGB RAM hier. Was ist mein Problem? Also eigentlich ist es kein Problem, wenn man weiß, wie man es lösen kann. Ich habe auch jetzt eine Woche gebraucht und war schon drauf und dran, mein RAM zu verkaufen und mir anderen zu holen. Ich habe ein Quad-Channel-Kit. Na doch, wenn man so will, ist es ein Quad-Channel-Kit. Ich habe 4 Module, 16 GB, also 4x4 GB. Und das Mainboard hat mit der Konstellation auch einwandfrei gebootet, aber sobald ich XMP-Profil aktiviert habe, also sprich, dass er mit 3000 MHz läuft, war es vorbei mit dem Booten. Hab halt RAM-Fehler gehabt hier auf der Digitalanzeige, das hat er 2-3 Mal gemacht und dann hat er normal mit den Default-Settings gebootet. Und ja, war ich eigentlich ja, schon enttäuscht, dass der RAM halt nicht läuft, weil ich wollte eigentlich auch erst ein Intel-System bauen, ARM4, AMD ist ja da eher nicht so. Also da gibt es schon ab und zu mal Probleme mit der RAM-Kompatibilität, weil es bei Intel dann doch ein bisschen besser läuft. Habe ich dann ein paar Tage überlegt und gestern auf dem Fahrrad, wo ich von Arbeit gefahren bin, hatte ich ja ein bisschen Zeit, habe ich mir überlegt, Mensch, das hängt doch alles mit dem Speichercontroller zusammen, wahrscheinlich, weil 2 Module sind gelaufen, auch mit aktiviertem XMP-Profil, auch mit 3200 MHz statt 3000, ohne Probleme. Und ja, da habe ich mir so gedacht, okay, gut, Speichercontroller, mehr Belastung durch volle RAM-Bestückung, ein bisschen mehr Spannung drauf. Und habe ich gestern Abend dann auch gleich ausprobiert. Habe dann jetzt hier die SoC-Spannung. Ja, die seht ihr hier. 4-Core SoC. Auf 1,2 Volt habe ich die erhöht. Original ist die auf 1,1 Volt. 1,2 Volt völlig unbedenklich für 24/7 Alltagsbetrieb. Könnt ihr machen. Ohne Frage. Habe das dann mit 2 Modulen halt aktiviert. Habe den XMP auf 3000 MHz gesetzt. Also auf Standard XMP-Profil geladen. Mit 2 Modulen die SoC-Spannung auf 1,2 Volt gesetzt, habe dann den Rechner runtergefahren, habe die anderen beiden Module dazu gesteckt, habe eingeschalten und was soll ich sagen, ihr seht ja jetzt hier, mit 4 RAM-Modulen, ja, ohne Probleme gebootet. Und ja, ich will jetzt hier nochmal kurz Memory Settings, ich habe jetzt hier XMP aktiviert und habe sogar noch erhöht auf 3200 MHz. Geil. Also ich bin gestern Abend doch ein bisschen happy gewesen noch, dass mein Problem gelöst ist. Ich hoffe, dass ich euch da vielleicht auch helfen konnte, dass wenn ihr ein bisschen RAM-Inkompatibilität habt, vor allen Dingen bei Vollbestückung auf einer ARM4-Plattform, muss jetzt nicht speziell das X470 Gaming 7 Mainboard sein von Aorus hier. Kann ja auch mit jedem anderen ARM4-Board passieren. Ich schiebe das jetzt auch nicht aufs Mainboard, sondern eher in Richtung AMD mit ihrem, ja, mit ihrer bekannten RAM-Inkompatibilität. Ich habe das Problem gelöst gekriegt, bin happy und hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao!